Heute gibt es endlich das Anschlussvideo zu meinem Aquarellkurs für Anfänger. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt und erstmal die Grundtechniken und Grundeffekttechniken in der Aquarellmalerei lernen wollt, ich habe euch das Video unten in der Beschreibung verlinkt, da könnt ihr gerne noch vorbeischauen. Das heutige Video richtet sich an komplette Anfänger oder auch an diejenigen, die einfach mal ein bisschen relaxen wollen beim Malen, ein bisschen den Kopf ausschalten wollen oder es eignet sich auch super für eine Skizzenbuch-Session. Ich benutze heute die Aquarellfarben in Studienqualität von Winsor & Newton und auch das Aquarellpapier von Winsor & Newton. An Pinselgrößen braucht ihr einen Detailpinsel, einen, ich sag mal, mittelgroßen Pinsel und einen etwas größeren Rundpinsel. Wenn ihr das nicht da habt, dann nehmt ihr einfach das, was ihr zu Hause habt. Als erste Übung habe ich mich für ein Mondblumenmotiv entschieden. Ich habe das Motiv nicht erfunden. Ich habe es schon ganz oft auf Pinterest und auf Social Media Kanälen in etlichen Variationen gesehen. Ich finde aber, es eignet sich einfach perfekt zum Üben, weil man so viel dabei lernt und es so viele verschiedene Techniken mit beinhaltet und jeder Anfänger bekommt da wirklich ein schönes Bild hin. Also lehnt euch entweder ganz entspannt zurück und schaut zu oder ihr macht mit. Ich erkläre alles ganz langsam Schritt für Schritt. Ich schneide auch nicht viel und dann würde ich sagen, holt euch zwei Wassergläser und befeuchtet eure Aquarellfarben und los geht's. Ich mische mir jetzt zuallererst meinen Farbton für die Blüten an. Ihr könnt auch mehrere Farben zusammenmischen oder einfach nur eine einzelne Farbe nehmen. Schaut nur, dass ihr noch genügend Wasser hinzufügt. Für diese Technik brauchen wir nämlich einen relativ dünnen Farbauftrag und so soll das Ganze dann ungefähr aussehen. Was die Komposition angeht, da werde ich die Blüten in eine Art Dreieck anordnen, dass wir drei große Hauptblüten haben und dann noch ein bisschen Grünzeug dazu. Ich male jetzt das erste Blütenblatt, denkt da vielleicht an so eine Art Herzform und es muss gar nicht so korrekt und akkurat sein. Dadurch, dass eine Seite vielleicht ein bisschen krumm ist oder größer als die andere, wirkt es gleich viel natürlicher. Taucht dann einmal eure Pinselspitze in eine intensivere Farbe, bei mir ist das einfach das Hellrot direkt aus dem Näpfchen. Und tupft einen Punkt an, die Blütenspitze, solange alles noch feucht ist, damit die Farbe schön fließen kann. Und dann macht ihr nochmal genau das gleiche auf der gegenüberliegenden Seite. Das darf jetzt erstmal trocknen und wir machen weiter mit der zweiten Blüte. Die wird jetzt in der Seitenansicht gemalt. Ein, ich würde mal sagen, verzogenes, abgerundetes Viereck. Ihr könnt euch auch einen Lappen vorstellen, der nass irgendwo hingeworfen wurde. So oder so ähnlich sieht das Ganze aus. Solange die Farbe noch feucht ist, bekommt auch diese Blüte einen kleinen Klecks an die Spitze und dann dürft ihr wieder das gleiche auf der gegenüberliegenden Seite machen. Hier habe ich dann wiederum wieder ein etwas akkurateres Blütenblatt gemalt. Variation reinzubringen, malen wir die dritte Mondblume etwas mehr geschlossen. Unsere Herz- oder Dreiecksform wird ein bisschen spitzer und etwas kleiner als die anderen. Und das zweite Blütenblatt malen wir diesmal nicht gegenüber, sondern direkt schräg unter das erste. Aber auch hier fügen wir die dunkleren Farbkleckse an der Blütenspitze dazu. Ja, jetzt heißt es erstmal geduldig sein und warten, bis die Farbe komplett getrocknet ist. Man kann auch einen Föhn dazu nehmen. So könnt ihr auf der höchsten Wärmestufe und mit möglichst viel Abstand die Farbe auch trocken pusten. Testet dann am besten einmal, ob die Farbe auch wirklich trocken ist. Ihr könnt dafür euer Papier auch einmal ins Licht halten und schauen, dass da wirklich kein Glanz mehr zu sehen ist. So, dann machen wir uns an die nächsten Blütenblätter mit der gleichen wässrigen Farbmischung, die wir davor benutzt haben. Und wir malen die beiden nächsten Blütenblätter. Haltet da gerne ein bisschen Abstand zur Mitte hin. Ihr könnt sie sich aber auch berühren lassen, ganz so wie ihr wollt. Ich benutze jetzt die verdünnte Farbe auf meinem Pinsel, um in der anderen Blüte noch Schatten einzuzeichnen. Achtet aber darauf, dass auch hier die Farbe wirklich sehr dünn angemischt ist. Bei Aquarell kann man sich merken, man kann jederzeit noch was hinzufügen, wegnehmen wird dann eher schwierig. Dann male ich noch das vierte Blütenblatt der ersten Blume ein. Ihr könnt hier das Video auch einfach pausieren, wenn es euch zu schnell geht.
Bei Blume Nummer 2 kommt jetzt das nächste Blütenblatt hinzu. Hier überlappe ich leicht die ersten beiden. Genauso wie beim nächsten, da wird auch leicht das obere Blütenblatt überlappt. Hier kann man jetzt schon sehr schön sehen, wie das darunterliegende leicht durchschimmert, und genau das macht die Technik aus. Deswegen ist es auch so wichtig, dass die darunterliegenden Schichten komplett trocken sind, sonst würde das nicht funktionieren. Und es gibt so diesen feinen Mohnblüten, einfach die Leichtigkeit, die sie haben. Und wir bekommen so einen leicht durchsichtigen Effekt hin. Übrigens, wenn euch diese Art von Malen zu akkurat ist oder ihr einfach nicht die Geduld für die langen Trocknungszeiten habt, dann ist Loose Watercolor vielleicht was für euch. Wem das nichts sagt, das ist ein sehr moderner, unkomplizierter Stil, der sich ganz besonders gut für Blumenmotive eignet. Und dazu wird es nächste Woche nochmal ein Tutorial geben. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert gerne meinen Kanal. Aber auch beim nächsten Motiv in diesem Video wird es nicht so lange Trocknungszeiten geben. Da arbeiten wir dann auch viel mehr nass in nass. Ich werde in diesen Tutorials jedes Mal andere Aquarellfarben und auch andere Papiere benutzen, sodass ihr mal den Unterschied sehen könnt. Also für diejenigen unter euch, die noch keine Aquarellfarben haben und sich überlegen, wofür sie ihr Geld ausgeben sollen. Vielleicht hilft euch das ja bei der Entscheidung. Ich werde euch alle Produkte, die ich in den Videos verwende, unten in der Beschreibung verlinken. Das Winsor & Newton Coatman Set, das ich hier gerade benutze, ist, würde ich sagen, so ein typisches Anfängerset. Wir benutzen genau das in unserer Kreativwerkstatt für Aquarellneulinge. Es sind Farben in Studienqualität, es ist deswegen nicht ganz so teuer, aber meiner Meinung nach sind die Farben super. Man kann wunderschöne Verläufe damit kreieren, sie sind sehr leuchtend und Anfängern fällt es leicht, damit zu arbeiten. Ich mische mir jetzt ein Grün für die Stängel und für die Blätter an. Ihr könnt hier auch einfach nur die grüne Farbe aus dem Näpfchen nehmen, wie sie ist, oder ihr mischt euch auch was zusammen. Ich wollte hier ein etwas gedeckteres, mehr dreckigeres Grün haben und vor allem ein relativ dunkles, deswegen füge ich auch noch Schwarz und Braun hinzu. Wenn ihr eine entsättigtere Farbe haben möchtet, also eine, die nicht so sehr leuchtet, sondern eher ein paar Braunnuancen oder Grau mit drin hat, dann könnt ihr immer die Komplementärfarbe dazu nehmen, das heißt die, die sich auf dem Farbkreis gegenüberliegen. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt ein Grün habt, dann könntet ihr das entsättigen mit einem Rot. Für die Stängel nehme ich einen anderen Pinsel, und zwar einen sehr dünnen Detailpinsel. Ihr könnt aber auch die Spitze eines dickeren Pinsels nehmen. Dann habt ihr oft auch nicht das Problem, das ich jetzt hier habe, dass ich immer wieder nachmalen muss, um den Stängel dunkler zu bekommen, weil die größeren Pinsel einfach mehr Farbe und Wasser halten können. Ich will noch mal kurz zurück zu den Materialien kommen. Generell würde ich sagen, man muss am Anfang nicht so viel Geld für Farben ausgeben. Vor allem, wenn man es erstmal testen möchte, ob das überhaupt was für einen ist. Wovon ich allerdings abraten würde, sind sehr billige Farben von Discountern. Die haben leider oft nicht sehr viel mit Aquarellfarben zu tun und verhalten sich mehr so wie die Deckfarben, die wir aus Schulzeiten kennen. Deswegen investiert lieber ein ganz kleines bisschen mehr Geld für eine Studienqualität einer bekannten Marke, wie zum Beispiel jetzt hier die Studienqualität von Winsor & Newton, oder es gibt auch von Schminke die Studienqualität, das sind die Akademiefarben. Die Aquarellfarben von Lucas und von Van Gogh sind aber auch eine gute Alternative. Ich werde euch im nächsten Video dann noch zeigen, wie zum Beispiel handgemachte Aquarellfarben aussehen können, und werde dann auch ein Bild mit der, ich sag mal, Königsklasse der Aquarellfarben malen, den Schminke Horadam-Farben. So kann man da ganz schön deren Unterschiede sehen. Ich möchte aber auch nochmal sagen, dass das dann natürlich meine eigene Meinung ist. Und es kommt dann natürlich auch ganz drauf an, welche Ansprüche man an die Farben hat oder in welchen Techniken man malt. Ich male jetzt für die Blätter der Mohnblumen einfach nur eine ganz gewöhnliche Blattform. In Wirklichkeit sehen die Blätter natürlich ein bisschen anders aus, also mehr so farnähnlich, aber wir wollen es jetzt nicht zu kompliziert machen und nur ein, ich sag mal, einfaches und ästhetisches Bild schaffen. Und um das Bild nicht so steif wirken zu lassen, hilft es, die Stängel ein bisschen krumm und mit Schwung zu zeichnen. Genauso die Blätter, die müssen nicht komplett akkurat sein. Malt sie lieber ein bisschen gebogen und krumm. Thank you.
Ach so, und falls sich jemand fragt, warum ich hier Blumen statt Tiere male, normalerweise male ich auf meinem Kanal hauptsächlich oder eigentlich fast nur Tiere. Ich finde, Blumen oder Pflanzen sind ein perfektes Motiv für Anfänger, weil man schon mit einfachen Grundformen ein wunderschönes Bild zusammensetzen kann, ohne dass man von vornherein Zeichenskills braucht. Wenn ihr Bock drauf habt, kann ich natürlich das Gleiche auch nochmal mit Tieren machen. Da kann ich dann auch relativ einfache Ansichten wählen oder Tiere, die nicht aus, das hört sich jetzt blöd an, aber aus so vielen Kleinteilen bestehen. Und ansonsten, wer nicht zeichnen kann oder nicht zeichnen will, kann natürlich jederzeit die Vorlage abpausen. Bei meinen Aquarell-Tutorials will ich auch gerne das Aquarellieren an sich im Vordergrund haben und nicht unbedingt das Zeichnen lernen. Ich bin aber, wie gesagt, immer offen für Vorschläge, also wenn ihr auch mal Zeichentutorials haben wollt oder Tutorials zu einem ganz bestimmten Thema, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Übrigens, ich benutze hier für die noch komplett geschlossene Blume nur meinen kleinen Detailpinsel, weil ich zu faul war, den anderen zu nehmen. Das geht natürlich einfacher mit einem größeren Pinsel. Generell fällt mir auf, dass viele Anfänger oft viel zu kleine Pinsel benutzen, was schnell dazu führen kann, dass die Übergänge nicht richtig funktionieren, dass die Farben sich nicht schön ineinander blenden lassen oder dass das Ganze streifig aussieht. Deswegen tut euch selbst einen Gefallen und nehmt einfach mal einen größeren Pinsel für eure Bilder. So, nachdem alles wieder komplett getrocknet ist, malen wir jetzt noch die Mitte der Mondblumen. Dafür setze ich einfach einen schwarzen Punkt in die Mitte und viele kleine Punkte kreisförmig außenrum. Wem das zu viel Kleinarbeit ist, kann dafür natürlich auch einen Fineliner nehmen und dann verbinde ich teilweise noch die Punkte zur Mitte hin. Jetzt kommt noch ein allerletzter Schritt, den muss man aber gar nicht mitmachen, da kommt einfach nur der Detail-Nerd in mir wieder durch. Ich füge jetzt noch einmal mit einem verdünnten Rot einige Falten und Schatten hinzu. Setz dazu den Pinsel an der Stelle, an der der Schatten am breitesten sein soll, an und zieht ihn dann schnell in eine Richtung, indem ihr ihn am Schluss wieder abhebt. So bekommt ihr eine schön spitz zulaufende Linie hin. Das ist das Ergebnis nochmal und mir hat so viel Spaß gemacht, dass ich gleich noch eine zweite Version gemalt habe. Und zwar diese hier mit etwas ungewöhnlicheren Farben und anderen Positionen, aber ich finde, es hat auch was. Probiert euch da einfach aus, benutzt verschiedene Farben, andere Formen und Positionen und ja, habt Spaß dabei. Und wer jetzt noch nicht genug hat, für den habe ich nochmal ein zweites Tutorial und zwar werden wir hier dieses Palmblatt malen. Es ist sehr schlicht, reduziert, einfach, aber hübsch, würde ich sagen. Feuchtet dafür alle eure Farben wieder gut an. Ich arbeite diesmal direkt aus den Näpfchen und ziehe zuerst eine diagonale, leicht gebogene Linie über euer Papier. Auch hierfür könnt ihr entweder wieder einen sehr dünnen Detailpinsel nehmen oder einen dickeren Pinsel, indem ihr nur die Spitze benutzt. Nehmt dann einen etwas breiteren Pinsel, feuchtet ihn gut an und ladet ihn gut mit Farbe auf und malt damit das erste Palmblatt über euer Papier. Das heißt, von der Mitte hin drückt ihr erstmal leicht auf, dann stark und dann hebt ihr ihn wieder ab. Wer da noch Probleme hat, ich habe in meinem Grundtechniken-Aquarell-Video letztes Mal auch noch Pinselführungsübungen gezeigt. Die kann man entweder zum Warmwerden nutzen oder einfach nur zum Üben. Nehmt dann sofort eine zweite Farbe dazu, die kann entweder heller oder dunkler sein und tupft sie auf die noch nasse Farbe. Das würde ich dann auch nur an einigen wenigen Stellen machen, zum Beispiel an der Spitze oder nochmal in der Mitte des Blatts, so wie ich das jetzt hier mache. Das gibt einen schönen Effekt. Und genau dasselbe machen wir jetzt mit dem nächsten Blatt. Wir nehmen nochmal die erste Farbe und auch hier würde ich wieder ein bisschen in der Richtung und in der Breite variieren. Die einen dürfen mehr gerade sein, die anderen ein bisschen krummer. Genauso kann man da gut mit der Farbmenge spielen. Manchmal ein bisschen mehr Wasser nehmen oder weniger, sodass es heller oder dunkler wird. Oder man kann natürlich auch noch eine dritte Farbe hinzufügen.
Ich hatte mich da danach auch nochmal mit anderen Versionen ausgetobt. Die zeige ich euch später noch, damit ihr ein paar Variationen sehen könnt. Versucht aber nach jedem einzelnen Blatt schnell weiterzukommen und lasst die Farbe einfach mal machen. Solange sie noch nass ist, sieht es noch nach nicht so viel aus, aber der Effekt wird dann sichtbar sein, sobald es trocken ist. Vielleicht geht es euch auch so, dass euch die eine Seite leichter fällt als die andere. Für mich als Linkshänder ist die linke Blattseite einfacher und für die Rechtshänder wahrscheinlich die rechte Seite. Aber denkt dran, ihr könnt jederzeit euer Papier drehen und es euch dadurch einfacher machen. Auch jetzt kommt wieder so ein Schritt, den müsst ihr nicht machen, es sorgt aber nochmal für einen etwas realistischeren Effekt. Und gleichzeitig sorgt es noch für etwas mehr Tiefe. Ich dunkle die Mitte des Blattes nochmal etwas ab und genauso die Stellen, woran die Blätter festsitzen. So rücken die Teile etwas mehr in den Hintergrund. Meine Palmblätter waren zu diesem Zeitpunkt noch etwas feucht. Das würde ich euch auch empfehlen, das zu machen, wenn die Farbe noch feucht ist, dann läuft es einfach schöner in das Blatt rein. Sollten eure Blätter zu dem Zeitpunkt schon getrocknet sein, könnt ihr sie einfach mit klarem Wasser nochmal etwas anfeuchten. So kann das dunkle Grün dann schöner in die Blätter fließen. Und nochmal so eine Zusatzfleißaufgabe wären diese schmalen Linien in der Mitte der Blätter. Falls ihr das machen möchtet, achtet darauf, dass ihr wirklich einen ganz dünnen Detailpinsel nehmt, sonst kann das schnell unnatürlich aussehen. Ja, und damit ist das Bild dann fertig. Ja, und auch hiervon habe ich noch mal ein paar andere Versionen gemacht. Hier ist zum Beispiel das hier. Da habe ich viele verschiedene Farben mit einfließen lassen und die Blätter ein bisschen breiter gemacht. Hier habe ich nochmal ein bisschen mit der Form und mit der Größe gespielt. Und da nochmal ein ganz ähnliches mit etwas krummeren Blättern und mehr Wasser. Und auch da ist nochmal was auf der Rückseite. Das ist mir, finde ich, ein bisschen misslungen, aber es war trotzdem eine gute Übung. Deswegen, ja, haut rein, legt einfach los und malt verschiedene Blatt- und Blumenformen. Und wenn es beim ersten Mal nicht ganz so geworden ist, wie ihr es eigentlich vorgestellt habt, ich verspreche euch, es wird bei jedem Mal besser. Ja, das war es erstmal für heute. Wir sehen uns, wenn ihr mögt, nächste Woche zum nächsten Aquarell-Tutorial. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Macht's gut, bis dahin. Hi, hi.